Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich habe mich lange nicht mehr bei euch gemeldet. Das lag unter anderem größtenteils an meinen Klausuren, denn ich habe gemerkt, dass ich die letzten zwei Klausuren schon mit meinem Zeitmanagement nicht so gut geplant habe. Und da habe ich dann wirklich übelst den Druck empfunden und wusste, ich muss mich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Was dann natürlich in dem Fall die Klausuren waren und nicht YouTube. Deswegen habe ich dann keine Videos hochgeladen. Und das hat mich auch selber total genervt, weil ich voll in so einem Flow war und ich nicht rauskommen wollte, dass das nicht auch eine Priorität ist. Aber ich wusste, die Klausuren sind jetzt einfach wichtiger und deshalb kommen jetzt wieder Videos und jetzt kommen tolle Videos, Leute. Der Sommer steht vor der Tür. Das sind so aufregende Sachen. Und ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Live-Update. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen und deswegen ganz kurz zu diesem Video. Ich dachte auch, es wäre eine coole Möglichkeit, jetzt so ein Back-to-Routine Summer Get Ready Vlog zu machen, weil meine Klausuren durch sind. Das bedeutet, meine Uni ist vorbei für dieses Semester. Ich habe nur noch eine Hausarbeit, die ich Ende Juli abzugeben habe. Und ansonsten arbeite ich jetzt 5 Tage die Woche. Urlaub steht an. Und ich muss mir dann einfach keine Gedanken mehr am Wochenende machen für so Lernen. Und wisst ihr, wie toll das ist? Das ist super. Und deswegen dachte ich, dass das eine perfekte Möglichkeit wäre, dieses Video zu nutzen, um einfach euch zu zeigen, wie ich so wieder back on track komme und einfach so Uni sein lasse und jetzt aber hauptsächlich mein Work-Life wieder in den Alltag integrieren werde. Denn das ist ja jetzt quasi meine Hauptaufgabe. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, weil man hat dann einfach so 9-to-5 und dann hat man Feierabend. Also klar, ich muss jetzt auch was für die Hausarbeit machen, aber das ist halt so nicht so schlimm wie dieser Druck, den ich habe. So eine Woche, jetzt muss ich lernen, back-to-back, so. Wisst ihr? Naja, auf jeden Fall dachte ich, nehme ich euch mit. Heute ist Dienstag, ich bin im Homeoffice und ich muss heute ganz viel Wäsche waschen, meine Wohnung aufräumen. Ich muss Bananenbrot backen, denn ich habe die überreifesten Bananen, die es gibt. Die sind wirklich schon schwarz, deswegen ist es mit Zeit. Und am Samstagmorgen ganz früh fliege ich nach Mazedonien, also nach Skopje, für eine weitere Dienstreise. Das heißt, mein Koffer liegt auch schon da, den habe ich gar nicht weggetan. Und ich muss Pakete wegbringen, ich bin heute noch verabredet. Und ich zeige euch mal kurz meinen Wäschehaufen. Meine Wäschehäufen, also zwei. Einer ist schon in der Wäsche, also ich habe schon helle Wäsche jetzt in der Waschmaschine. Und es wird so ein richtiger... Oh, ich habe so viele Obstfliegen wegen dieser Bananen, das ist nicht okay. Das machen wir jetzt auf jeden Fall als allererstes. Your hair looks longer than last June. There's so much I've been down and know about you. But we've been distant, is it too soon to call pretending it's to ask you what's new? And I hope we haven't lost our way, cause it feels that way to me. But I know that when I see you, oh, I never wanna be. So don't be so mad, I know that. Für mich ist in meinem Glow-Up super wichtig, dass ich auch Ordnung schaffe. Und das nicht nur in meinem Kopf, sondern vor allem auch in meinem Umfeld. Denn nur dann kann in meinem Kopf Ordnung herrschen. Deswegen versuche ich morgens immer mit meinem Bettmachen zu starten, damit ich einfach einen guten Start in den Tag habe und da wenigstens schon mal alles gepreppt ist. Danach ging es für mich weiter und dann habe ich mich erstmal an den Schminktisch gemacht, habe da Sachen neu sortiert und vor allem auch für meine Reise vorbereitet. Denn wenn ihr wisst, ihr fliegt, dann müsst ihr alles in diese 1-Liter-Beutel tun und deswegen habe ich da erstmal weitergemacht. Und am nächsten Schritt natürlich erstmal Wäsche. Ich hatte so viel Wäsche. Ich glaube, ich hatte irgendwie 3 Wäscheberge, die ich zu machen hatte. Und das gibt mir auch so ein gutes Gefühl. Wie ihr seht, habe ich auch ein paar Kartons gehabt, die ich dann erstmal weggeräumt habe. Naja gut, aus dem Augen, aus dem Sinn ist jetzt auch eher so mein Motto gewesen. Aber ich habe sie dann tatsächlich auch in die Mülltonne getan. Also ja. Und nachdem meine Wäsche dann fertig war, habe ich sie dann auch aufgehangen. Und dann war sie auch schon fertig, sodass ich sie dann einfach ganz entspannt in meinen Kleiderschrank räumen konnte. Und jetzt ist alles ordentlich. Ich gehe jetzt mit... Ich gehe jetzt mit Luna und Sarah in ein Café. Wir haben uns schon seit
drei Wochen nicht mehr getroffen und wir machen das ja eigentlich immer regelmäßig. Das ist mein Look. Ich sehe wieder aus wie, wie ein Schlafanzug-Girly. Aber egal, wir lieben's. Ich habe mich jetzt nur ganz schnell ein bisschen ready gemacht. Also ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber egal. Und jetzt werde ich mich abgeholt und dann geht's in ein Café. Leute, es ist Mittwoch, der 3. Juli und es ist jetzt schon 8:45. Ich habe ganz vergessen, ich war heute schon im Gym, ich war beim Arzt, ich war bei DM, weil ich für den Arzt ein Dokument ausdrucken musste und mein Drucker bei der Arbeit hat auch irgendwie nicht mehr funktioniert. Anyways, ich habe mir jetzt schon mein Frühstück gemacht, es sieht wieder ein bisschen disgusting aus, aber es sind meine geliebten Pancakes, die ich vor ein paar Wochen in der Klausurenphase gefühlt immer gegessen habe, wirklich jeden Tag, wenn ich zu Hause war. Und dann habe ich irgendwie angefangen, aber so Chia-Pudding zu essen. Und dann war ich eben so, ich habe noch eine komplett überreife Banane, ich muss die aufbrauchen. Und ich hatte auch noch Blaubeeren, da war ich so. Und ich hatte auch noch Magerquark, also es war eigentlich so, ich muss dieses Essen machen. Und ich habe vergessen, wie geil es ist. Also wirklich, bei mir ist es so, ich frühstücke eine Sache und esse sie dann wochenlang. Ich weiß nicht, bei Frühstück juckt mich das nicht, dass es immer das Gleiche ist. Bis ich dann irgendwann mal auch ein bisschen Bock auf was Neues habe. Und dann vergesse ich wieder, wie geil das davor war. Und dann, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall frühstücke ich. Ich arbeite, also beziehungsweise ich habe hier gerade meine E-Mails auch gemacht. Und frühstücke quasi nebenbei. Und dann geht's auf in den Tag. Und ich dachte, weil ich heute ist Mittwoch, also am Samstagmorgen fliege ich nach Mazedonien auf Dienstreise. Ich war letzte Woche auf Dienstreise und ich war Anfang Juni war ich ja auch auf Dienstreise. Also ich bin gerade die ganze Zeit am Reisen. Also ich bin wirklich eine Woche hier gewesen, jetzt bin ich wieder on the way. Und das Lustige ist, dass ich dann direkt von der Dienstreise eine Nacht nach Hause komme, schlafe und dann wieder... Oh mein Gott, ich muss einen Zug buchen. Fällt mir gerade ein. Und dann wieder zum Flughafen nach Frankfurt fahre. Also ich bin wirklich ungefähr nicht mal für eine ganze... Also ich bin für eine Nacht hier. Bin gespannt. Ich dachte, ich zeige euch dann nämlich auch so ein bisschen, was ich mitnehme für die auf die Dienstreise, dass ich meinen Koffer packe und ich packe auch schon vorher meinen Urlaubskoffer, damit ich das nicht machen muss, wenn ich wieder hierher komme. Und ja, it's gonna be exciting. Also wir haben halt hier das natürlich in dieses Design, Retail und Creative und Media unterteilt. Leute, ich war gerade einkaufen, ich war bei DM, ich war bei der Post. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Paket wegzubringen. Es war sehr schwer, aber ich habe es geschafft. Jetzt habe ich gegessen. Ich habe mir selber Schnitzel gemacht. Es war richtig. Nein, es war kein Schnitzel. Es war ein quasi paniertes Stück Hähnchen. Aber mit so in so ungesüßten Cornflakes. War voll lecker. Aber ein bisschen geschmacklos. Aber die beste Soße. Honey Mustard von Moas E. Game Changer. Kann man auch mit allem essen. Und ich dachte, ich mache hier mal ganz kurz einen kleinen DM-Haul. Ich habe nämlich ein paar Sachen gekauft für meinen Urlaub, meinen Trip etc. Und es ist jetzt nichts Großartiges, aber ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Kokosöl, 5 Euro hat das Ding gekostet. Da dachte ich mir auch nur so, aua, aber gut.
Dann für den Flug glutenfreie Mini-Schokobrezeln. Ich liebe Schokobrezeln und die sind glutenfrei, also nice. Dann einmal nochmal neue Gesichtssonnencreme und neue, ja, und noch 50er Sonnencreme, denn in Amerika sind Sonnencreme auch nicht gerade günstig und deswegen dachte ich, dann nehme ich jetzt einfach eine aus Deutschland noch mit, weil ich habe noch eine 30er, aber die wird im Leben, obwohl, vielleicht wird sie reichen, wir sind ja auch gefühlt nur eine Woche weg. Nee, wir sind mehr als eine Woche. Egal, better safe than sorry. Ansonsten nehme ich sie wieder mit, wenn meine Mama auch welche hat. Dann eine Mini-Zahnpasta für den Flug. Dann habe ich mir ein neues Browding gekauft, in der Hoffnung, dass das endlich mal gut ist. Kati meinte, das ist übelst krass. Sie hat es auch und es hält bombenfest. Wir haben es zusammen gekauft, wir haben es einfach so random genommen. Und ich war so, vielleicht ist es gut, probier es aus, I don't know. Weil ich immer noch kein gutes Produkt habe, was... Ich weiß, ich wollte Amazon dieses Soap-Ding bestellen, habe ich vergessen. Naja gut, egal. Das auf jeden Fall... Dann ein Loafer, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ah, Massageschwamm. Mhm. Noch ein Designerriegel für auch einen Flug. Und das war es auch tatsächlich schon. Dann war ich halt einkaufen, habe ganz normale Lebensmittel gekauft, war nicht so spannend. Und irgendwie liebe ich DM. Also, naja, für welches Mädchen liebt nicht DM? Es ist immer schwierig. Auch schon wieder irgendwie gefühlt 30 Euro dafür ausgegeben, einfach weil die kleine Tube schon 10 Euro gekostet hat. Naja, achso, Haarspray habe ich auch noch gekauft für die Flight. Also so to go, weil ich immer so, wenn ich so Sleek-Frisuren trage und so, dann brauche ich das. Oder auch fürs Gym und meins musste ich wegschmeißen am Flughafen. Das war eh fast leer. Oh, also ich zeige euch mal. Hier ist die Sache, die... Tasche mit den Sachen, die ich mitnehmen muss. Und diesen kleinen Koffer, denn die müssen mit nach Skopje aufs Event. Ich hoffe, das passt. Also Leute, es muss passen. Egal, wird schon irgendwie. Und hier ist halt immer noch Chaos. Ich muss mir jetzt aber auf jeden Fall erstmal was zu essen machen, denn ich habe Hunger. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe noch kein Mittagessen gegessen. Ich war nämlich heute nur einen halben Tag im Büro, weil keiner aus meinem Team da ist und dann dachte ich, dann kann ich halt jetzt hier nochmal schon mal meine Sachen packen. Außerdem, Leute, ich fühle mein Outfit heute irgendwie voll. Ich sehe zwar sehr BBL-Marie-mäßig aus, aber ich finde es irgendwie süß. Ich würde auch ein bisschen sweaten, not gonna lie. Auf jeden Fall mache ich jetzt Avocado-Toast. Ich habe Eier, Avocado, Hüttenkäse, alles, was das Herz begehrt. Deswegen... So Leute, ich erzähle euch mal ganz kurz, ich bin übelst genervt, weil etwas auf der Arbeit, was vor Wochen rausgeschickt wurde per Post, also eine große Anzahl an Merch-Artikeln, die ich jetzt fürs Wochenende brauche, nicht angekommen sind, weil sie, als sie vor Ort an der Poststelle waren, anscheinend abgelehnt wurden und das ist halt außerhalb der EU, das bedeutet, es ist super problematisch, weil es erstmal durch den Zoll gehen muss. Dann wurde es zurück zum Lieferanten nach Polen geschickt. Da musste es auch zurück durch den Zoll. Und wenn es jetzt per Expressversand geschickt wird, wird es trotzdem erst am Dienstag ankommen. Ja, wir brauchen Samstag. Und es ist halt so übelst nervig, weil wir haben dafür Geld bezahlt. Also und meine Abteilung in Deutschland. So, und wer kommt auf die Idee, das abzulehnen dort in Mazedonien? So, keine Ahnung, nervt einfach. Und es ist halt auch einfach viel Geld, was einfach so, ja, jetzt weggeschmissen wird quasi, weil die Merch-Artikel braucht man halt jetzt fürs Festival dort und nicht erst am Dienstag, nachdem es alles vorbei ist. Und danach wird halt auch keiner mehr. Also es ist halt wirklich so übelst nervig einfach. Und ich kann auch nichts mitnehmen, weil ich halt in meinem Koffer schon die Jerseys habe. Also ich kann nicht noch die anderen Merch-Artikel mitnehmen. So, ich habe auch nur ein Handgepäck dabei. Und außerdem sind das halt 200 Stück, also das könnte ich halt eh nicht mitnehmen. Also es ist wirklich übelst nervig. Wirklich, ich bin richtig genervt. Weil ich ja nichts machen kann so daran. Es ist jetzt einfach so. Und jetzt habe ich schlechte Laune. Toll. Und dann habe ich auch noch einen Ausschlag bekommen irgendwie an den Beinen. Es ist ein, juckt einfach nur. Ich bin gerade richtig schlecht gelaunt. Nice.
Guten Morgen, Leute. Ich bin zurück aus dem Gym, habe meine Haare gewaschen. Sie sind noch nicht ganz trocken. Es ist jetzt 8:30. Ich habe in einer Stunde muss ich los, denn ich muss zum Arzt. Denn ich habe irgendwie gestern gesehen, dass ich auf meinem Schienbein irgendwie so... Ja, okay, es ist jetzt halt auch irgendwie gefühlt wieder weg, ne? Es kann natürlich sein, dass es von meiner Rasierklinge kommt. Aber es sah schon echt ein bisschen übel aus gestern, muss ich sagen. Jetzt sieht man irgendwie gar nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich doch noch zum Arzt gehen soll. Ha, schwierig. Egal, ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal Frühstück und ich kann mich nicht entscheiden, was ich essen will. Oh Gott. Weil ich habe Obst und ich habe Avocado. Ja, ich mache mir einen Avocado Burrito Wrap. Breakfast Burrito. Also Leute, ich habe jetzt meinen Koffer beide fast größtenteils gepackt. Ich muss halt, wenn ich am Montag wieder nach Hause komme, meinen Handgepäckskoffer noch schnell umpacken. Und dann, bin ich aber fertig. Und mein Urlaubskoffer ist eigentlich nur eine Seite voll, weil ich halt auch dort shoppen gehen werde. Ich weiß nicht sogar, ob ich vielleicht sogar nochmal Sachen auspacken muss, weil man trägt in einer Woche eh nicht so viel, wie ich dabei habe. Aber ich dachte, vielleicht auch für ein paar YouTube-Bilder wäre es irgendwie ganz gut. Mal sehen. Ja, ich freue mich übelst doll. Ich bin richtig aufgeregt und richtig excited, so weil Sommer einfach endlich da ist. Und ja, ich freue mich sehr doll, das Wetter hier zu verlassen. In Skopje sind 34 Grad. Hier ist bewölkt und 13 Grad. Also man denkt so Herbst. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich sehr. Ich bin aufgeregt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert das Video, falls ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen oder Ideen habt. Lasst mir ein Abo da und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann!